Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute über Skeletor und Screech. Dieses Set gab es ja bei Smith Toys, ursprünglich für 34,99, dann reduziert auf 24,99. Haben wir dann gekauft und dann 10 Euro gespart dadurch, wie gesagt. Ich habe es Smoke gelassen, ich wollte es nicht auspacken, weil das schöne Set ist, finde ich. Also, das ist schön eingepackt noch. Dieses sind eh schön, so Zweier-Sets mit Figur und Fahrzeug oder anderer Figur drin, finde ich sehr schön, das Set. Näher dran machen, das spiegelt gerade ein bisschen, so ist besser zu sehen. Kann man Screech sehen mit Ständer, ein Zauberschwert von Skeletor, ein Blau und Skeletor mit offenem Mund und wie gesagt, andere Farb, bisschen andere Farbrüstung, wie gesagt. Und den Mund kann man bewegen, habe ich gelesen und gesehen bei mehreren Videos. Ich lasse ihn trotzdem Mock und ein sehr schönes Pack finde ich das. Also das Bild ist auch schön oben, Skeletor, oder die Rückseite kann man auch. Screech sehen, Thor sehen und Skeletor nochmal, der ist Thor. Screech, der Anweisung gibt anzugreifen und so. Da kann man das natürlich nochmal sehen. Und WF 13 war das gewesen. Ich fand es total, irgendwie ist es frustrierend, finde ich als Sammler, wie gesagt. Richtig rum, ist das spiegelverkehrt. Die Figur fand ich langweilig, gibt's zu kaufen ohne Ende. Finde ich cool. Einzige, wo ich haben wollte, auf WF 13 nicht haben wollte, nicht bekommen habe, wegen der Mattel-Politik. Die finde ich cool. Den finde ich auch cool. Langweilig, langweilig. Also mir gefallen die gar nicht, die Figuren. Als ich die haben wollte, WF 13, ist halt Slammerei und nicht bekommen. Das ist irgendwie ätzend, finde ich. Naja, mal schauen, wie irgendwann aufgelegt wird, hoffe ich mal. Irgendwie, keine Ahnung. Aber wie gesagt, geht um das Set. Das ist sehr schön. Was mich daran stört, einmal ist dieser Aufkleber hier. Er steht drauf, in wieder mehreren Sprachen, finde ich. Retro Play, Style, Retro, Yu-Gi-Oh! Retro, Modern, Position. Ist ja egal, falsche Reihe gemacht. Entschuldigung, kann passieren. Ich meinte, hier unten steht Collector Edition in mehreren Sprachen. Edition, Collector und so. Ich verstehe das nicht. Also, die amerikanische Version steht, also jetzt bei Panther, ich habe einen Panther da voll mit Flocken. Da steht drauf ein Wort nur: Collector Edition. Ich meine, wie blöd können andere Länder sein, irgendwie das nicht zu erkennen? Eine Sprache, Collector. Ich bin Deutscher, wie gesagt, und ich kenne das Wort Collector Edition, kann man sich merken. Muss ja irgendwie das Wort da in 1000 Sprachen stehen. Sammler Edition, die sie schenken können. Ich finde das bei Panther mit den Flocken irgendwie ganz cool. Ein Wort nur Collector Edition, das macht was Sinn. Aber wenn man dann Collector Edition draufsteht in 20 verschiedenen Sprachen, ist es nur blöd und dämlich, finde ich. Ich meine, wenn die anderen nicht merken können, dass Collector Edition das heißt, das ist irgendwie unnötig und blöd in meinen Augen. Und was mich auch ein bisschen daran stört, an Mattel-Politik wieder, dass wir mal sehen können, das ist nochmal ganz schön. Mich stört es total irgendwie, das ist jetzt Skeletor und Screech. Es gab ja auch eine Teela mit Zoa. Warum kamen die nicht in Deutschland raus? Das ist so, warum macht ihr so einen Scheiß, ehrlich gesagt? Okay, ist eine Teela-Variante, okay, trotzdem gekauft, finde ich. Ich finde, Zoa ist ein guter Charakter, finde ich, der Adler und so. Warum kommt das Skeletor raus mit Screech und Zoa mit Teela halt nicht? Das ist wieder so blöd. Das kann man jetzt Teela kaufen, wenn man viel Geld hat oder wie, wenn man das haben will. Unbedingt kann man jetzt in deutschen Shops für 60 Euro kaufen. Abzocker, danke dafür. Ich finde es ja voll daneben, wenn das Teela nicht rausgekommen ist und dann so Händler da irgendwie 60 Euro verlangen. Da kann man es auch selber in den USA bestellen. Zahlt da, glaube ich, in Amerika, glaube ich, 22, 23 Euro. Mit Versand 33 Euro. Da haben die Händler nur gesehen, 30 Euro Gewinn gemacht, mal eben für das, weil Mattel so scheiße dick macht. Kann man nicht ändern, aber ich bin ein bisschen ärgert darüber. Ein bisschen. Ich hätte ja so gerne gekauft, jetzt Zoa und Teela gekauft, weil Smith Toys auch 25 Euro hätte sofort gekauft, aber kann ich nicht kaufen und ich boykottiere teure Händler, die Sachen importieren. Boykottiere das Geld aus Prinzip schon irgendwie. Außer Mattel Creation, wenn da gute Figuren dabei sind. Aber so andere Händler mache ich nicht in Deutschland irgendwie. Also jetzt Importwaren brauche ich nicht unbedingt. Deswegen habe ich auch kein Leech und auch kein andere nochmal Snoutspout, kein Thunder Punch Schiemen, aber ich kaufe die nicht bei teuren Händlern. Da kann ich, muss ich jetzt selber wissen, aber wie viel Geld zu zahlen oder für 60 Euro, wie gut die sonst irgendwie 20 kosten würde, Abzocker hoch 3. Aber wie kann man nicht ändern? Wie gesagt, das ist Skeletor und Screech. Das war bei den Origins, kam das parallel zu Wave 13 raus. Und bei dem Vintage kam das Wave 2 gewesen. Zoa auch, macht Video drüber noch. Da kommt ein großes Video mit Masters nochmal, eine große Ankündigung. Also nächste Video mit Masters habe ich dann Wave 2 mal komplett mit Vintage. Dann sage ich mal, schönen Tag noch und bis bald. Ciao.